Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Immann. Bei mir sitzt ein sehr gut gelaunter Mensch, der Simon. Grüß dich. Ja, hallo. Grüße. Du bist richtig gut drauf, oder? Ja, absolut. Läuft also bei dir? Bei dem Wetter und der Aussicht fällt es auch schwer, irgendwie traurig zu sein. Ja, das haben wir uns auch so gedacht hier mit unserem Umzug in die Skyline-Studios im 27. Stock. Simon Block, du bist aus Offenbach, beziehungsweise wohnst da mittlerweile, kommst du aus Dortmund, aber darüber sprechen wir später natürlich noch in der Stunde. Jetzt sprechen wir erstmal ganz kurz über dein Business. Warum bist du hier? Ja, Melanie und mich. Melanie und ich. Mich gibt es eigentlich nur im Doppelpack, aber die Melanie ist gar nicht dabei. Ne? Genau, richtig. Ja, richtig, das wolltest du sagen. Weil genau, die das zu den Gründen später vielleicht. Ah, okay. Wir müssen ja nicht gleich mit dem großen Knaller aufmachen. Aber genau, also Melanie und ich haben den Mainbauern gegründet, jetzt vor einem Jahr mit Corona gestartet. Mhm. Was ist der Mainbauer? Der Mainbauer ist eine Gemüsekiste, die man ohne Abo hier bestellen kann. Wir bringen das Gemüse der Region hier rund um Frankfurt von den Bauernhöfen frisch geerntet als Kiste hier nach Frankfurt und Umgebung. Täglich frisch zu mir nach Haus? Genau. Oder in den Betrieb? Ja, richtig. Gibt es da verschiedene Größen? Oder? Ja, tatsächlich. Also wir haben mit einer großen angefangen. Also wie gesagt, mit Corona, dass wir gesagt haben, jetzt gibt es ordentlich Versorgung. Da haben wir aber festgestellt, vielen ist das dann doch ein bisschen zu mächtig. Ja. Und deswegen gibt es jetzt in zwei Größen, einer kleineren, einer größeren Kiste. Und die reicht, je nachdem, wie viel man kocht, aber locker für ein, zwei Wochen aus. Was die Kosten und was da alles drin ist, darüber sprechen wir auf jeden Fall diese Stunde. Will natürlich mehr über diese ominöse Melanie erfahren. Ja, ja. Oder was mit ihr los ist, gell? Und wie das Ganze gestartet ist und so weiter. Und wir spielen Wunschmusik für dich und für euch. Der erste Song ist von Journey, Don't Stop Believin' hier bei Chef on Air. Der Mainbauer ist hier bei mir, der Simon Block aus Offenbach. Simon Block ist hier bei mir. Er ist Mitgründer von Der Mainbauer. Und ihr habt jetzt auch einjähriges gefeiert, ne? Ihr seid noch ganz frisch, gell? Richtig, ja. Wir haben am 20. März gestartet. Ja? Genau. Dazu muss man denken, genau, wie sind wir gestartet? Es war ja am 13. März. Letztes Jahr war ja Lockdown. Wir erinnern uns alle nicht so gern daran, aber es ist nun mal so, ja. Gehört halt zu unser aller Vita dazu jetzt. Genau. Wir und Melanie und ich sind Freiberufler jeweils. Und da ist es dann natürlich ganz schnell so, dass wir freigestellt wurden aufgrund der Situation. Und Melanies Mutter ist Risikopatientin. Ja. Und da haben wir natürlich geschaut, wie können wir sie auch versorgen. Und da wollten wir eine Gemüsekiste für sie organisieren, haben festgestellt, die sind alle ausgebucht, haben uns dann gedacht, gut, das wird mehr Leuten so gehen. Aha. Wir wollten da eben, wie gesagt, im Privaten ein Problem lösen und haben dann gesagt, dann lösen wir es gleich für mehr Leute. Wir haben jetzt die Zeit und dann machen wir genau das, nämlich eine Gemüsekiste. Also das Beste aus, also man hat euch Zitronen gegeben und ihr habt Limo draus gemacht. Ja, richtig. Also die Kiste. Ja, genau. Aber ihr kommt gar nicht aus dem Lebensmittelbereich, oder? Nee, tatsächlich nicht. Hast du vorher gemacht? Ich komme aus dem Marketing und habe in Konzernen immer irgendwelche Projekte gemacht, zum Beispiel bei Merck oder bei der Deutschen Bank. Und ich hatte dann, wie gesagt, wieder ein Projekt gehabt bei SAP, aber das ist dann erstmal ins Wasser gefallen. Und Melanie ist Kostümbildnerin und hat beim Hessischen Rundfunk, stattet da Moderatoren aus. Aber das ist dann, wie gesagt, erstmal als Freiberufler, erstmal dann ins Wasser gefallen, ins Corona-Becken, genau, erstmal pausiert. So. Das macht sie jetzt auch wieder weiter nebenbei noch. Und ich bin jetzt halt voll auch drin im Mainbauern und kümmere mich um das Projekt ganz allein. Und macht sie richtig Freude? Also ist ja vollkommen anderer Bereich, finde ich ja richtig geil. Ja, absolut. Also wir haben uns da, wie gesagt, am 13. war Lockdown, am 20. hatten wir dann die Idee. Okay. Am 26. haben wir dann die Seite online genommen und am 30. März das erste Mal geliefert. Also ging zack, zack, zack. Und seitdem, klar, man hat da durchaus mal Stunden oder Tage, die länger sind als 8 Stunden, bei weitem. Aber das ist immer wieder mit Freude, also auch gerade unsere Kunden, das ist eine so schöne Belohnung, also völlig unabhängig davon, ob das jetzt besonders viel Geld bringt oder auch nicht. Mhm. Jedes Mal irgendwie mit einem Lächeln irgendwie begrüßt zu werden, wirklich an jeder Tour im 5-Minuten-Takt, jemandem wirklich eine Freude zu machen. Mhm. Das hat dann immer so ein bisschen Weihnachtsmann-Feeling, auch im Sommer. Wie viele Kisten liefert ihr so aus durchschnittlich am Tag mittlerweile? Das ist eine gute Frage, also einige inzwischen. Also wir sind da schon so bei 40, 50, 60, 70 Kisten, aber es schwankt aber auch ganz stark, aber es wird immer mehr und wir suchen auch definitiv Fahrer. Okay, und größere Autos wahrscheinlich, ne? Ja, größer gar nicht unbedingt. Wahrscheinlich nicht gleich einen Transporter, oder? Nee, tatsächlich. Am Anfang hatten wir einen Kleinwagen, da haben wir die Rückbank ausgebaut und weil wir mussten ja erstmal so ein Proof of Concept, nennt das ja der Fachmann, dass man erstmal guckt, will das überhaupt jemand? Wir können, ist halt so. Aber da haben wir dann
da mussten wir dann tatsächlich erstmal gucken, haben dann tatsächlich da 16 Kisten irgendwie in dieses kleine Auto gepackt, irgendwie eingequetscht vorne auf der Vorderbank im Sitz und diese Kisten geliefert. Inzwischen haben wir halt ein paar Lieferautos. Genau, da geht es aber gar nicht um die Größe, sondern eher um mehr Autos. Und, genau, wir werden jetzt auch Expansion. Und vor allen Dingen jetzt auch elektrische Autos. Zum einen natürlich wegen der Umwelt, aber auch, weil ich denke, dass die einfach mehr Sinn ergeben heutzutage. Das kommt jetzt also als nächstes, dass wir da unsere Flotte sozusagen vergrößern und auch ein bisschen grüner machen. Ja, perfekt. Ja. Klasse Geschichte, auf jeden Fall. Wir sprechen auf jeden Fall die Stunde noch ganz viel über euer Projekt, über dich privat. Und wir haben eben schon mal kurz über deine Melanie gesprochen, beziehungsweise deine Ehefrau, oder? Ja, quasi Ehefrau. Quasi Ehefrau. Und warum ist sie nicht dabei? Sie war mit angekündigt? Genau, weil die Dame ich werde in 4 Monaten Vater, sie wird in 4 Monaten Mutter. Ihr seid schwanger, wie man so schön sagt. Wir sind schwanger, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ja. Und deswegen war das Risiko zu groß, hier zu zweit zu kommen. Genau, also jedes Risiko. Ich bin inzwischen genau wegen dieser Schwangerschaft als Kontaktperson einer Schwangerin geimpft. Aha. Und deswegen ist das für mich völlig in Ordnung und freue mich auch hier zu sein. Aber für Melanie eben genau jedes Risiko vermeiden, das irgendwie geht. Also sie ist auch nicht mehr im Betrieb beim Packen, sondern jeder Kontakt wird vermieden. Und deswegen, genau. Liebe Grüße nach Offenbach, oder? Ja, zu Melanie. Und alles Gute für das erste Mal, Eltern? Ja, tatsächlich. In 4 Monaten hast du gesagt, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Ich bin auch gespannt, was alles auf mich zukommt. Oder auf uns. Ja, das wird es super, auf jeden Fall. Simon Block ist hier bei mir, Co-Gründer von Der Mainbauer. Sie bringen frisches Obst und Gemüse der Region vom Hof direkt zu Ihnen an die Wohnungstür. Können Sie auch im Internet mehr darüber erfahren unter dermainbauer.de und diese Stunde hier bei mir bei Radio Frankfurt bei Chef on Air. Wunschmusik gibt's jetzt für den Simon, massive Töne, Cruisen. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Der Simon Block ist hier bei mir. Er ist Mitbegründer von Der Mainbauer mit Sitz in Offenbach. Der Mainbauer bringt frisches Obst und Gemüse der Region vom Hof direkt zur Wohnungstür. Ich habe es eben gerade angesprochen. Für Radio Frankfurt-Hörerinnen und Hörer gibt es im Monat April ein besonderes Goodie, ne? Ja, genau. Kiste. Was ist das denn? Ja, die Spargelzeit hat ja jetzt angefangen. Ja. Ja, und wir holen ja tatsächlich morgens früh den frisch gesprochenen Spargel, der kommt dann in die Kiste. Das heißt, man muss unten noch nicht mal groß was abschneiden, das ist wirklich auch unten noch nass. Aha. Und diesen Spargel, wer jetzt mit Spargel 200 als Code beim Checkout eingibt, der kriegt neben der Portion der normalen, was so 400-500 Gramm sind, nochmal 200 Gramm on top. Also Spargel satt. Für Umme, wer jetzt im April eine Kiste bestellt. Genau. Geilomat. Bei Checkout heißt bei euch auf der Homepage. Ja, genau. Genau, dann lass uns drüber sprechen. Wie komme ich an so eine Mainbauer-Kiste? Das ist ganz einfach. Man geht einfach auf dermainbauer.de. Und dann wählt man sich dort entweder eine große Kiste oder eine kleine Kiste aus, direkt mit Liefertag, also Montag, Mittwoch oder Freitag. Und dann kann man direkt schon diese Kiste genau bezahlen, geht dann eben Warenkorb, bezahlt die eben mit PayPal oder auf Rechnung und dann eben kann man dort noch so ein kleines Feld, Code, und dann, wer da Spargel 200 eingibt, der bekommt eben ein kleines Extra. Hervorragend. Und kann ich mir auch aussuchen, was in der Kiste drin ist, oder ist die Kiste schon vorgefüllt? Genau, die planen wir immer und die gibt es dann eine Woche lang, ist das immer das Gleiche. Aber natürlich kann man uns dann schreiben. Wir fragen auch dann direkt per E-Mail, die Bestellung ist eingegangen, vielen Dank. Was gibt es irgendwelche Allergien oder gibt es irgendwas, was gar nicht gemocht wird oder Einschränkungen bei der Lieferzeit oder wichtige Hinweise, wie man die Tür findet für den Fahrer dann. Und da kann man dann natürlich sagen, dass man irgendwelche Allergien hat oder eben zum Beispiel sagt, ich mag keine grüne Soße, warum auch immer. Was? Ja, ich weiß es nicht. Würde ich sofort sagen, wir liefern nicht. Ja, gab es auch schon. Und dann müssen wir halt gucken, wenn wir dann eine grüne Soße geplant hatten in der Woche, was wir dann an schönem Ersatz dann eben dazu packen. Ah ja, ne. Zum Beispiel. Helle Soße Bolognese jetzt zum Spargel. Zum Beispiel, genau. Und was kostet die große und was kostet die kleine Kiste? Genau, die große Kiste gibt es für 39 Euro, die kleine für 29. Wie viel ist da drin? Man kann sich vorstellen, eine große Familie kommt mit einer großen Kiste locker eine Woche aus. Und die ganze Woche lang? Ja, locker. Wow. Das war nämlich auch der Ansatz damals, wie gesagt, Corona, dass wir, damit sind wir ja gestartet, dass man wirklich dann auch erstmal nicht mehr in den Supermarkt gehen muss, jedenfalls nicht, um Frische irgendwie sich sicherzustellen. Und die kleinere Kiste
Die haben wir ins Leben gerufen, weil die dann doch selbst vielen zu mächtig war. Mhm. Und es ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, wenn dann da was weggeschmissen werden muss. Ja, ja, und deswegen gibt es die kleinere Kiste für 29 Euro. Ja. Und die reicht dann für Singles und Pärchen auch eben locker für eine Woche. Und ihr holt nicht nur den Spargel frühst beim Bauern ab, sondern die anderen Sachen auch aus. Wo kommen die her? Genau, also da gibt es zum Beispiel die Eier vom Margaretenhof, die Kartoffeln und auch Spargel und Erdbeeren jetzt vom Schelmenhäuserhof. Also alles von hier? Alles von hier, genau. Also tatsächlich ergänzen wir hin und wieder auch mal mit sowas wie Zitrone oder Orangen. Gerade im Winter gibt es halt aus der Region nur Lagerware und Rüben. Mhm. Dementsprechend macht es ja auch keinen Sinn, wenn man sich diese Rübenkiste dann bestellt und dann trotzdem noch in den Supermarkt muss für die Paprika. Da haben wir also ein bisschen ergänzt. Und ja, und das ansonsten kommt alles wirklich von hier. Und alles frisch morgens abgeholt. Ja, genau. Das richtig. Ist ja hervorragend, Mensch, du. Dermeinbauer.de ist eure Homepage. Hervorragend, da können Sie direkt mal schauen. Und Spargel 200 nicht vergessen als Code, ne, um genau. mal 200 Gramm Spargel on top mit dazu zu bekommen im Monat April. Lass mal über die Musik sprechen jetzt. The Sweet Papa Joe kommt jetzt, ja. ne, als Wunschsong von dir und deiner Partnerin Melanie, gell? Genau. Ja zu Hause, liebe Grüße. Ja, warum genau. der Song? Da gibt es eine Story zu, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Also wir haben am Anfang tatsächlich 6 Tage die Woche geliefert, waren zu zweit, hatten dann ein bisschen Unterstützung, aber im Großen und Ganzen haben wir das alles selbst gewuppt. Mhm. Und dementsprechend waren wir dann am Samstag entsprechend noch frisch und munter oder eben auch schon weniger und haben uns tierisch auf das kurze Wochenende gefreut, auch wenn wir am Sonntag schon wieder Rechnungen geschrieben haben. Und dann haben wir immer zum Schluss nach der letzten Kiste sofort die Tür zugeschlagen, High Five und haben Papa Joe angemacht, so als so Ritual. Das Wochenende hat jetzt begonnen, wir sind tierisch und wir haben dann wirklich auf dieses Lied, wir haben eingeklopft auf das Armaturenbrett und aufs Lenkrad und mitgegrölt durch Frankfurt gefahren. Hervorragend, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Wochenend-Feeling hier bei Chef on Air auf Radio Frankfurt, der Simon Block von der Mainbauers Offenbach ist hier bei mir. Der Chef on Air, Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann, bei mir steht der Simon Block. Grüß dich. Ja, hi. Aus Offenbach, aber ursprünglich woanders her, ne? Ja, aus Dortmund. Tatsächlich gebürtiger Dortmunder. Macht dir nichts. Aber Kickers-Fan bist du jetzt? Nee, noch nicht so wirklich. Also noch nicht so wirklich? Beim Fußball ist es halt so, wenn man in Dortmund geboren ist, dann hat man keine Wahl. Ja, okay. Das ist auch nicht die schlechteste Wahl, möchte ich dazu das sagen. Das kriegst du mit der Muttermilch eingeführt. Ja, absolut. Ne? Absolut, genau. Und die Verwandtschaft kommt tatsächlich aus Gelsenkirchen, da waren die Fronten klar. Okay. Du bist der Mainbauer. Du bringst seit letztem Jahr frisches Obst und Gemüse, alles hier aus der Region, vom Hof direkt zur Wohnungstür. Bio oder? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben bewusst keine Bio-Kiste, weil wir eben gesagt haben, wir möchten dann auch eine große Kiste anbieten zu einem guten Preis. Mhm. Qualität ist uns ganz, ganz wichtig. Insofern gucken wir auch genau dahin. Aber wenn es erntefrisch ist, wenn es noch am Morgen gestochen wurde oder geerntet wurde, dann ist das einfach super toll und frisch und lecker und knackig, was wir da in die Kiste reinpacken. Mhm. Ja, hervorragend. Wir sprechen gleich über, ich habe 3 verschiedene Kisten mittlerweile oder bald eine dritte. Genau. Sprechen wir gleich drüber. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik. Du warst mal DJ? Ja, tatsächlich. Ich war aber auch DJ, ja. Ja, also was du alles warst hier, Kaufmann und Marketing, Kommunikation, bla bla blub. Ja, und alles. DJ. Genau. Auch hast du da so aufgelegt? Ja, genau. In so kleinen Bars in Hannover damals, da war ich nicht auch mal kurz. Aha. Und genau. Und da habe ich immer auch Curtis Mayfield aufgelegt, um mal kurz eine Verschnaufpause zu haben. Bei einem 8-Stunden-Tag braucht man auch mal kurz 2-3 Minuten, um wohin zu gehen. Ja, wir schnaufen jetzt auch mal ganz kurz mit Curtis Mayfield, Move On Up, Chef on Air, eine Chefin oder ein Chef zu Gast. Und wir babbeln über das Business, über den Menschen. Und heute ist der Simon Block hier, der Mainbauer aus Offenbach. Der bringt jeden Morgen Kisten voller frischem Obst und Gemüse zu Ihnen an die Haustür. Ja, genau. 3-mal die Woche genau genommen. Aha. Ja, genau. Montag, Mittwoch und Freitag. Reicht ja auch, oder? Ja, erstmal schon. Also wir überlegen noch tatsächlich wieder mehr Tage anzubieten, aber aktuell fahren wir damit ganz gut. Ihr habt demnächst noch mehr zu tun, Simon, ja, ne? Wenn tatsächlich. Das Baby kommt, ja. Die Melanie ist ja schwanger. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja. Aber ihr sucht deswegen auch Mitarbeiter. Ja, ne? Absolut. Weil bei euch läuft es ja wie geschnitte Obst sozusagen. Ja, richtig. Ihr sucht Mitarbeiter. Wen, was sucht ihr? Was genau, ihr wir können? Suchen vor allen Dingen aktuell Fahrer. Die von Natur aus freundlich sind. Und, sehr gut. Ja, dazu, Logo, Kundenkontakt. Ja, absolut. Ja. Absolut. Und außerdem arbeiten wir noch lieber mit netten Menschen zusammen. Da hast du recht. Und das Zweite ist, dass sie natürlich einen Führerschein haben und den auch benutzen können. Also wer wirklich gut und sauber und sicher fahren kann, ohne Bleifuß und mit Verkehrssicherheit und so weiter, der ist herzlich willkommen, bei uns sich zu melden. Aber ihr habt auch Fahrzeuge für die oder sollen die Ja, natürlich. Nee, wir haben die Fahrzeuge.
Stimmt, das gibt es auch anders. Aber nee, bei uns gibt es natürlich Fahrzeuge, die auch top in Schuss sind und so weiter. Und genauso wünschen wir uns natürlich auch Fahrer, die ebenfalls top in Schuss sind. Alle, die interessiert sind, melden sich über die Homepage, schlage ich vor, oder? Ja, der genau. Dermeinbauer.de, genau, oder eben genau an info@dermeinbauer.de kann man gut schreiben. Mhm. Auf der Homepage gibt es natürlich auch Kontaktdaten, Telefonnummer und so weiter. Einfach melden, einfach anrufen. Wir sind da ganz unkompliziert. Ihr habt eine große Kiste und eine kleine Kiste. Genau. Und die heißt Mainbauer-Kiste, glaube ich. Genau, die Mainbauer-Kiste. Da gibt es eine kleinere Kiste. Jawohl. Die heißt entsprechend Kinzig-Kiste. Aha. Ja. Und, sehr schön. Und dann planen wir gerade noch eine weitere Kiste. Der Arbeitstitel ist Marktkiste. So werden wir die wohl nennen. Und da sind dann einfach Dinge drin wie Olivenöl, Nudeln und so weiter. So Dinge, die haltbar sind, die einfach in der Küche gebraucht werden. So die Basics. Nicht fehlen dürfen dort. Ne? Genau. Wie soll es denn weitergehen? Mensch, ihr habt vor einem Jahr gestartet. Es läuft richtig geil bei euch. Ihr seid ja quasi, du warst bei der Bank vorher auch gearbeitet. Ja, genau. Augenhöhe, ne? Ja, genau. 27. Stock. Ja. Genau. Du warst Kaufmann für Marketing und Kommunikation. Jetzt bist du der Mainbauer. Willst du auch bleiben dann, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist? Ja, auf jeden Fall. Also zum einen steckt da inzwischen schon viel zu viel Blut, Schweiß und Tränen und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Lächeln mit drin. Und wir haben ja auch investiert in Autos zum Beispiel und deswegen und es macht super viel Freude und das eigene Ding zu machen ist immer noch irgendwie was wirklich Großartiges und da bleiben wir bei, zumal der Erfolg uns ja auch recht gibt. Also warum sollte ich damit aufhören oder wir damit aufhören? Nee, das bleibt und das wird auch noch lange bleiben. Also hervorragend. Wir sehen uns vielleicht nochmal. Wo geht's? Ja, kann sehr gut sein. Und wo kannst du hingehen? Habt ihr noch mehr geplant für die Zukunft? Also Pläne gibt es ganz viele. Ja. Und da legen wir uns auch nicht fest. Also natürlich könnten wir einfach unser Liefergebiet erweitern. Mhm. Wir sind jetzt aktuell wirklich Großraum Frankfurt, jetzt tatsächlich inzwischen auch mit Bad Vilbel und Bad Homburg und Nidderau und Langen und Dreieich und so weiter bis nach Hanau. Mhm. Das könnten wir natürlich noch weiter vergrößern. Und das andere ist, dass wir eben noch weitere Produkte anbieten. Und wir haben viele Pläne. Und mal gucken, was wir aber tatsächlich umsetzen. Jetzt werdet ihr im Filmmonat dann auch noch Eltern. Und jetzt lese ich hier bei Interessen, Hobbys bei dir Klavier lernen. Ja, tatsächlich. Hast du, sag mal, schreibst du auch mal, oder? Klavier lernen und Songs schreiben. Ja, tatsächlich. Bin ich Songwriter. Ach so. Ich bin Songtexter. Ja, Freiberufler, nicht nur Marketing, sondern ich texte auch Songs. Und da ist mir aber auch gefallen, so bis auf Grundakkorde kann ich Melodien eben nur so anreißen. Und da wollte ich einfach mal jetzt ein bisschen hinterher und das unterfüttern mit einem guten Klavierspiel. Ja, genau. Und vielleicht bist du ja bald der musizierende Mainbauer, der mit Klavierbegleitung die Kisten an die Haustür bringt. Ja, so ein Piano hinten drin im Lieferwagen, ne? So, oder auf so einer Pritsche, so ein Klavier und dann gibt es ein Konzert mit der Kiste. Nein. Hervorragend. Ich wünsche dir und deiner Frau, Freundin, bald Ehefrau, wie auch immer, Melanie, alles, alles Gute, alles Liebe für euer Business, für eure, weiß man schon, Tochter oder Sohn? Oder? Sohn tatsächlich. Ah. Das ist aber tatsächlich jetzt live on air das große Geheimnis. Habt ihr auch schon einen Namen? Nee, tatsächlich nicht. Vorschläge können auch gerne eingereicht werden. Ehrlich? Wir haben natürlich ein paar. Aber also Roger Rinker gerade meinte, er sollte doch Lasse heißen. Das ist auf jeden Fall in die engere Auswahl mit aufgenommen. Okay. Und ansonsten auch gerne melden, wenn jemand sagt, das ist doch der beste Name für einen Jungen. Freuen wir uns, den zu hören. Auch den gerne unter dermeinbauer.de mit angeben. Kiste bestellen. Code Spargel200 nicht vergessen. Da gibt es 200 Spargel on top mit oben drauf im April. Monat April allerdings. Alles Gute. Simon, schön, dass du hier warst. Vielen Dank.